Auf der ganzen Welt gibt es Mysterien und Geschichten von gruseligen Gestalten und Kreaturen. Und meistens sind diese Geschichten freier Erfindung und wir können es ziemlich leicht erkennen, dass hinter den Geschichten nicht mehr steckt, als zunächst zu scheinen mag. Doch es kommt immer mal wieder vor, dass scheinbar ausgedachte Geschichten über grauenhafte Monster in gewisser Weise Realität werden und dass tatsächlich Menschen in regelrechte Panik vor diesen Wesen verfallen, weil sie auf einmal mitbekommen, dass sie ganz in der Nähe von einem sind. Wir wollen heute über so einen Vorfall einmal sprechen, und zwar über die japanische gruselige Legende von der Kuchisake Onna. Ihr müsst wissen, die Kuchisake Onna ist eine Frau, die besser bekannt ist unter dem Namen die Frau mit dem zerrissenen oder die Frau mit dem aufgeschlitzten Mund. Und vielleicht habt ihr irgendwo schon einmal das Bild von ihr gesehen. Ich möchte euch einmal erklären, was die eigentliche Legende hier ist. Ihr müsst wissen, es gibt die Geschichte von einer jungen Frau, die im 7. oder 6. Jahrhundert mit einem sehr erfolgreichen Samurai zusammen gewesen ist in Japan. Sie waren grundsätzlich glücklich gewesen, ein glückliches Liebespaar, doch ihr Mann war extrem eifersüchtig. So eifersüchtig, dass es regelrecht krankhaft gewesen ist, und aus einer Wahnvorstellung, die er bekommen hatte, heraus, sagte er auf einmal zu seiner Frau, dass er wüsste, sie hätte ihn betrogen, obwohl dies vermutlich überhaupt nicht stimmte. Ihr Mann war so überzeugt gewesen davon, dass seine Frau untreu gewesen ist, dass er es ihr heimzahlen soll. Angeblich soll er sein Schwert oder eine Schere genommen haben und seiner Frau daraufhin den gesamten Mund aufgeschnitten haben. Angeblich nahm er die Klinge und schnitt damit den Mund einmal auf und zerriss ihn dabei komplett. Seine Frau war extrem eitel gewesen und sie war grundsätzlich eine hübsche Frau, doch als er dies tat, sah ihr Gesicht grässlich aus. Sie war entstellt gewesen und das wusste er. Als er sie dann ansah, sagte er zu ihr: Wer soll dich jetzt noch schön finden? Und von diesem Tag an begann das Märtyrium von dieser Frau. Denn ab diesem Tag an soll die Frau umhergewandelt sein und hat niemals ihre letzte Ruhe gefunden. Bis heute soll sie eben gerade nachts auf dem Weg sein und durch die Straßen von Japan wandern. Dabei trägt diese Frau ein Seidentuch oder in neueren Legenden immer mal wieder eine OP-Maske über dem Mund. Sie wandert nun von Straße zu Straße bei Nacht und sucht Spaziergänger, egal ob Männer oder Frauen, um ihnen allen ein und dieselbe Frage zu stellen. Wenn sie irgendjemandem begegnet auf dieser Straße, wird sie diese Person anhalten und sie fragen, ob man sie schön findet. Wenn man auf diese Frage mit Ja antwortet, so wird die Frau ihr Seidentuch entfernen und man wird das schreckliche Gesicht sehen, das sich darunter versteckt hielt. Man wird den aufgerissenen Mund sehen können, das herunterhängende Fleisch, die Zähne. Man wird dieses grauenhafte Gesicht erkennen und sie wird dann einen nochmal fragen, ob man sie jetzt immer noch schön findet. Wenn dies passiert, sollte man sehr vorsichtig sein, was man jetzt tut. Denn man würde wahrscheinlich, wenn man dies sieht, als erstes wegrennen. Man würde Panik bekommen und davonlaufen. Doch laut den Legenden in Japan soll die Kuchisake Onna einen nie wieder in Frieden lassen. Sie soll einen daraufhin verfolgen mit einem Messer, einer Sense oder einer Schere und einen so lange jagen, bis sie einen eingeholt hat, um dann auch den eigenen Mund zu zerstören oder uns brutal umzubringen. Gerade bei Männern soll die Kuchisake Onna überhaupt nicht barmherzig sein, wahrscheinlich als Strafe oder als Wut auf ihren damaligen Ehemann oder Liebespartner, der sie so entstellt hat. Das heißt, wer vor ihr wegrennt oder ihr sagt, dass man sie immer noch schön findet, wird vermutlich von ihr einfach umgebracht werden. Bei Frauen sieht das Ganze ein wenig anders aus. Denn wenn Frauen zu der Frau danach noch sagen, dass obwohl ihr Gesicht so entstellt ist, man sie immer noch schön findet, wird dies nicht dafür sorgen, dass man lebend davonkommt. Stattdessen wird die Kuchisake Onna zu einem kommen und einem erneut den Mund aufschneiden. Das bedeutet, auch dann wird man selbst sein Gesicht entstellt kriegen und verflucht sein, selbst eine Kuchisake Onna zu werden, die umherwandelt und Leuten das gleiche Schicksal bringt. Das bedeutet, egal ob man Ja sagt oder wegrennt oder Nein sagt, man wird so oder so verletzt oder umgebracht werden. Doch es gibt Wege, wie man sich gegen diese Kuchisake Onna wehren kann. Und dies funktioniert zum Beispiel, wenn man direkt eine Gegenfrage stellt. Wenn man also durch die Straßen wandelt und man sieht eine Frau mit Seidentuch, die einen fragt, ob man sie schön findet, soll man antworten: Findest du mich denn schön? Daraufhin wird die Kuchisake Onna keine Antwort wissen und man wird gehen können.
Oder man muss ihr sagen, dass man es sehr eilig hat. Daraufhin wird diese Frau sich entschuldigen für die Störung und weiterziehen. Nur wenn man dies tut und dies im Kopf behält, kann man sich vor ihr schützen. Doch wenn ihr euch das jetzt so angehört habt, diese gruselige Legende, von der es die unterschiedlichsten Varianten gibt, dann würde man wahrscheinlich sagen, es ist nichts weiter als eine Legende, ein Mysterium wie Bigfoot und sonst nichts. Doch tatsächlich gab es bereits in der Vergangenheit mehrere Massenhysterien wegen dieser Kushisake Onna. Die bekannteste fand im Jahr 1979 in Japan statt. Damals, müsst ihr wissen, gab es auf einmal an Schulen und Universitäten die Legende, dass die Kushisake Onna gesichtet wurde. Angeblich sollen verschiedenste Schüler draußen gesehen haben, wie eben diese Frau umherlief. Manche sagten, sie hätten eben eine junge Frau mit einem roten Seidentuch um den Mund gesehen, wohingegen andere sagten, dass sie tatsächlich ihr echtes Gesicht gesehen haben. Sie hätten gesehen, wie sie einen völlig aufgeschlitzten und entstellten Mund hätte und einfach umhergewandelt ist. Und wiederum manche sollen gesagt haben, dass sie tatsächlich mit ihr ins Gespräch gekommen sind und gefragt wurden, ob man sie schön findet, nur dass diese Leute gerade ebenso mit dem Leben davongekommen sind. Doch die Panik vor dieser Kushisake Onna, die scheinbar in Japan tatsächlich 1979 ihr Unwesen trieb, wurde so groß, dass diese Schulen regelrechte Massenpaniken auslösten. Und das nicht nur in den Schulen selbst, sondern in den ganzen Städten. Überall sprachen die Leute nur noch darüber. Die Gerüchte wurden verbreitet, dass diese Frau umherwandelt. Und die Schüler gaben tatsächlich auch in der gesamten Stadt Flyer raus, wie man sich vor dieser Frau verhalten soll, einfach damit man am Leben bleibt. Es gab keine echten Vorfälle, wo Leute gestorben sind, doch diese Massenpanik, diese Hysterie war echt gewesen. Leute in Japan glaubten tatsächlich, dass dies alles wahr war. Und dieser Vorfall hat sich bereits mehrfach wiederholt. Auch 2004 oder 2007 soll das Gleiche passiert sein, nicht nur in Japan, sondern auch in Korea. Dort sollte ebenfalls diese Frau entdeckt werden. Wie diese Massenhysterie vor dieser aufgeschlitzten Frau anfing, kann man nicht genau sagen. Manche Leute sprechen davon, dass es vielleicht eine Frau gegeben hatte, die einen Autounfall mal gehabt hatte und deswegen so entstellt aussah, und Leute, die es gesehen haben, sind einfach panisch geworden und glaubten, sie würden die echte Kushisake Onna sehen. Doch obwohl dies die einzige Theorie ist, wurde nie eine solche Frau gefunden, die umherwandelte. Niemand entdeckte eine Frau, die dieser Beschreibung perfekt glich. Es gab sie einfach nicht. Und trotzdem hatten damals so viele Leute die Kushisake Onna gesehen. Trotzdem haben so viele Studenten und Schüler unabhängig voneinander die Frau mit dem aufgeschlitzten Mund sehen können und hatten sogar mit ihr angeblich gesprochen. Auch wo danach geklärt wurde, dass das Ganze wahrscheinlich nur ein Missverständnis war, waren sich diese Leute sicher, dass sie weiterhin existierte. Und bis heute gibt es jedes Jahr neue Sichtungen von dieser Frau. Immer und immer wieder gibt es Leute, die hervorkommen und sagten, sie hätten nachts beim Spaziergehen die Kushisake Onna sehen können. Ob dies wirklich stimmt, kann ich euch nicht sagen. Es ist natürlich das Wahrscheinlichste, dass man glaubt, hier hat es nur ein Missverständnis gewesen. Doch welche Personen haben dann all diese Schüler gesehen? Gab es tatsächlich eine mysteriöse Frau mit einem aufgeschlitzten Mund, die einen Autounfall gehabt hatte? Oder sahen diese Schüler vielleicht tatsächlich etwas Übernatürliches? Vielleicht sahen sie an diesem Tag tatsächlich nachts durch die Straßen von Japan eine Frau mit aufgeschnittenem Mund wandern. Wenn ihr das nächste Mal nachts unterwegs seid und eine Frau mit einem Tuch oder einer Maske im Gesicht fragt euch, ob ihr sie schön findet, seid am besten ganz vorsichtig, was ihr antwortet und versucht irgendwie von ihr zu entkommen. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.